Das hat funktioniert. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstreut. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Oh.
Also waren das G-Proben. Das war einfach. Okay, jetzt zurück zu Ada. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level-4-Virus erkannt. Abriegelung der Anlage eingeleitet. Selbstzerstörungssequenz startet nach Abschluss der Abriegelung. Geht hier vor. Sorry, Williams. Du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie das... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld. Oh.
Quarantäne aufgehoben. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh, oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet.
Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Auf dich auf, Leon. Nein! Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! 9 Minuten bis zur Detonation. Nutzen Sie den Zentralen Verstöße unverzüglich Evakuierung.